Februar. Da finden Sie auch noch mal fast einen halben Meter Wasser. Nee, anders. Ich traf meinen Freund Adi neulich auf einem Festival. Er sagte mir, dass ich auf der letzten Feier von ihm, wo ich gewesen bin, morgens um 5:30 völlig willenlos noch ein volles Fass angestochen hätte. Und er wäre total irritiert darüber gewesen. Warum macht man das so früh morgens und dann bleibt das stehen? Ist auch egal. Die Geschichte ist egal. Das war vor 10 Jahren und einem Tag. Also das Ganze war 10 Jahre her und ein Tag. Und das war sein 50. Geburtstag. Demzufolge war gestern sein 60. So schnell, wie ich hier auf die Bühne gekommen bin, so schnell werde ich wieder entlassen, wenn ich euch jetzt bitte für Adi ein kleines Ständchen zu bringen. Wenn wir alle zusammen einmal das Geburtstagslied für Adi singen. Ich versuche es mal anzustimmen. Und immer noch ein Junger, er macht das jetzt wahr. Ja, da muss ich doch was dazu sagen. Das sollte er nicht. Das war ganz klare Ansage. Nein, du erzählst das Geschichte nicht, sonst erzähle ich die Geschichte mit dem Bier. Da hat er jetzt offensichtlich hervorgehoben. Ich habe das nicht so richtig mitgekriegt. Ja? Aber das ist schon eine harte Nummer. Auf meinem 50. Geburtstag, morgens um 5:30, wo ich schon im Bett war. Und es gibt ein Foto, das hält das Ganze fest. Da ist ein, der Bassist von Trackback noch dabei, da ist Andreas Bock noch dabei. Und natürlich Ronny Zalewski. Und da habe ich ihm jetzt gesagt, lieber Ronny, da hast du echt noch was gut zu machen. Du machst heute mal die Ansage, ich setze mich ganz ins Publikum und hört mir das mit an. Trotzdem vielen Dank, dass er mich gesungen hat. War überhaupt nicht nötig, war auch gewollt. Habt weiterhin viel Spaß. Adi, mach weiter so und bleib vor allem so, wie du bist. Und gib uns den Blues. Apropos Blues. Die Band, die jetzt mit mir auf der Bühne steht, diese gut aussehenden jungen Singleherren, sind. Ja, mein Vater feiert heute seinen 65. Geburtstag hier und ich bin voll mit dem Ständchen höre. Noch ein Ständchen? Wenn jemand Geburtstag hat, kannst du sein. Hat sonst noch jemand Geburtstag? Die Problematik, das ist die Zeit. Ansonsten ist alles gut. Da ist er! Hey! Vielen Dank. Ich freue mich heute einen schönen Abend beim Blues zu verleben und hoffe, ihr Dienstag genauso wie ich. Danke. Alle Geburtstage abgefeiert, super. Liebe Freunde des Blues, haltet euch bitte den 19.10. In den Kalender frei. Die Checks feiern 30 Jahre. 30 Jahre bestehen sie schon. Und nach 10 Jahren Bluesnacht sind sie jetzt das erste Mal hier. Heißt herzlich willkommen, Europe's Premier Leading Blues Band. Heißt herzlich willkommen aus Hildesheim, BB and the Blues Shack. We'll be right back.
tears. I can love you for hundreds and hundreds and hundreds and hundreds and hundreds of a year. She knows me. Yeah, 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 she knows me. Well, ain't no girl in this world like my lover girl that can move. Thank you.
sagen, wir begrüßen euch ganz herzlich hier heute Abend auf einem der schnuckeligsten Blues-Festivals Deutschlands. Wir freuen uns endlich auch mal mit dabei sein zu dürfen. Und was für ein großartiges Gelände, was für ein tolles Event. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Und wir hoffen, dass wir noch einen schönen Abend hier gemeinsam verbringen. Und an dieser Stelle noch einmal einen recht herzlichen Applaus für die Kokomo Kings. Ja, der Pianist braucht noch ein klein wenig mehr Piano auf seinem Monitor und mein Gesang könnte bei mir auch ein bisschen lauter sein. Und Orgel braucht er auch noch. Okay, wir freuen uns jedenfalls hier dabei zu sein. Nächsten anderthalb Stunden Baby in the Blues. Jetzt habt ihr Bock drauf? Good business of man.